Hallo Leute, ich bin's wieder, Leonard Zorro. Ich habe ein bisschen Hintergrundmusik, die Zeit bis zum Überbrücken von Pilot Wings ein bisschen überbrückt. Yeah, das passt voll gut. Ja, es geht weiter und das war gerade produziert durch meinen Laptop. Hey, ja, nach diesem kurzen Warm-Mach-Musikchen machen wir weiter im Missionsmodus mit Mihawk. Und zwar Silber wollen wir jetzt mal wieder was machen. Jetzt kommt Erdanziehung, eine sehr coole Mission erstmal. Wir können den Turbojet jetzt nehmen, hierfür erstmal. Später dann auch im Flugmodus. Okay, diese Mission kann ich eigentlich immer ganz gut. Ich mach mal so. Wieso flimmert das so nervig? Also flimmert's nicht mehr. Das ist schon deutlich besser. Bis es wieder flimmert natürlich. Aber das ist ja jetzt der Fall. Ich versuche mal den perfekten Abstand hinzukriegen. Nein, flimmert, flimmert, flimmert. Passt schon. Ich bin ein Idiot. Ich kann eigentlich das Ganze nochmal von vorne starten. So. Jetzt aber. Hey, und durch den ersten. Und durch den zweiten. Und mit Speed durch den dritten. Dann nehmen wir nochmal Speed und sind high. Nein. Was wollte ich sagen? Egal. Da ist die Brücke und wir fliegen jetzt durch mit dem Turbojet. Boah, das war perfekt. Bis auf, dass ich den Dingens hier verpasst habe. Aber das wird schon wieder. Und jetzt, dass wir, da wir ihn durchgeflogen haben. Wow. Tauchen hier Ballons auf und ich mache das nochmal von vorn. Das fängt ja super an, weil das ist nicht gut. Ja. Ups. Worin kann man Trotteligkeit eigentlich messen? Ich würde es in Milliampere messen. So blöd bin ich. So. Ja. Wow. Vielleicht kann man Intelligenz messen. Naja. Eigentlich bin ich auch ganz schlau, aber irgendwie mir misslingen ab und zu Sachen, die einfach sind. So wie hier drin. So. Ups. Zum Glück hat das jetzt außer diesen minus 5 nicht besonders große Beschwerlichkeiten auf das Ergebnis ausgewirkt. So, da vorne ist noch eins. Habe ich zum Glück noch gekriegt. Natürlich habe ich die 15 auch noch bekommen, habe dann aber wieder minus 5 abgezogen bekommen. Das ist sehr klug. Ich glaube ja gar nicht, wie intelligent das ist. Sollte man mindestens mit 5 mA auszeichnen. Vielleicht kriege ich ja noch 2 Sterne für diese Mission, in der ich eigentlich immer ziemlich gut bin. Hierin wahrscheinlich höchstens ein. Wow. Ja, so sieht's aus. Und das sieht man ja auch gar nicht auf dem kleinen Kamerabildschirm. So. Oh. Das war zu schnell. Diese Mission mache ich so lange, bis ich sie gut kann. Und ich gucke jetzt auch nebenan. Nur auf dem Kamerabildschirm kann man nichts erkennen. Intelligenz pur. Mach gleich wieder Musik an, wenn das so weitergeht. Die motiviert mich dann wenigstens. Quasi wieder mal mörsche Taktik. So.
Dummheit. Ich hasse mich. Eigentlich nicht, aber irgendwie dafür hasse ich mich. Es gibt so einfache Dinge. Wie das hier. So einfache Kackmissionen, die viel zu easy sind. Und ich wäre fast schon wieder vorbeigeflogen. Jetzt hier bloß nicht mit Speed durch. Bloß nicht. Turbojet ist einfach zu schnell. Ausrastung, Verzweiflung pur. Hier werden Emotionen gezeigt. Ich zock das jetzt in 3D, aber ich kann dadurch auch nicht sehen, weil ich durch den Kamerabildschirm gucke. Ich bin ein Trottel. So. Jetzt lasse ich das Tempo mal ein bisschen herunter. Das war jetzt irgendwie auch wieder ein Fail, aber gut. So, der auch. Boah, ich dachte schon, den kriege ich nicht mehr. Man kann doch nicht mal ein Looping machen, mit dem man wieder rückwärts fliegen kann oder so ein Scheiß. Boah, das gibt's doch nicht. Wieso packe ich diese Mission nicht? Das ist eine der Missionen, wo ich immer am besten drin war. Bis auf natürlich die Anfangsmission, aber von den Dingensmissionen war die immer ziemlich leicht. Na, das wird ja jetzt wohl irgendwie nichts mehr, oder? Scheiß drauf. Dann kriege ich jetzt halt minus 2 Punkte Abzug. Habe ich jetzt halt nur 11 Punkte bekommen dafür. Ich mache das, glaube ich, später dann nochmal, weil, wenn nötig ist, weil so ist es irgendwie ziemlich kacke. Ich stelle die mal wieder groß. So. Das nochmal? Meinetwegen. Habe ich überhaupt Sterne bekommen? Ich habe es nicht gesehen. Ich habe nicht aufgepasst. Das tue ich sowieso ziemlich selten. Im Unterricht und auch hierbei. So. Wow. Und jetzt noch die 10er-Kapsel und die 15er-Kapsel. Und dann habe ich doch eigentlich schon fast alles geschafft. Ab durch die Brücke. Nein. Oh, Alter. Na. Wow. Jetzt kommt wieder der Punkt, wo ich nichts sehe. Ja. Und zu weit fahre. Viel zu weit. Mehrfach außerhalb gelandet kommt jetzt. Das ist noch schlechter. Gibt's sogar noch Punkte? Gibt's ja nicht. Na, scheiße. Trotzdem habe ich 3 Sterne bekommen. Cool. Naja, Erdanziehung auch gemeistert. Und nicht nochmal. B. Was haben wir noch? Flughörnchenanzug. Hey, den mache ich jetzt noch. Flughörnchenanzug gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja. Ist eine Jetpack-Mission, eigentlich keine richtige, aber gut. Ja, jetzt hat Mihawk sein Jetpack verloren, sein Rocket Belt, und kann als Flughörnchen mal seine Künste beweisen. Natürlich sind Menschen eigentlich nicht als Flughörnchen so gebaut, aber dieser Anzug macht's möglich. Hey. Und Mars macht mobil. So. Temposcheibe. Ja, noch geschafft. Gut.
Aber ich würde sagen, Temposcheiben sind hier so ziemlich das mindeste Problem. Wenigste Problem. Das ist doch ziemlich cool. Wow. Und wir haben es schon geschafft. Ziel. Plus 10. Hey, das wird doch super. Oh, ich sehe gerade, meine Kamera verliert. Boah, perfekte Mission. Übelst. Okay, nach dieser perfekten Mission. Nach diesen ersten Fails und so, dann würde ich sagen, wir könnten zwar noch die letzte Mission machen, aber meine Kamera ist ziemlich leer von der Batterie her. Darum würde ich mal sagen, ciao Leute, beim nächsten Mal machen wir noch schnell Rückkehr nach Buhu und danach machen wir halt wieder mal eine Entspannungsmission. Quasi. Ja. Dann ciao. Bis dahin, euer Launeratzatzauro. Ich wünsche euch viel Spaß beim Gucken dieses Videos und ja. Bis dahin, das war's von mir.